Was taugt das wasserdichte Erste-Hilfe-Set von Tasmanian Tiger? Ich würde sagen, schauen wir es uns an. Hallo, der Rainer Rossmann hier, schön, dass du dabei bist. Es ist wirklich wasserdicht, das werden wir dann nachher aber auch gleich testen. Du hast hier einen Streifen und damit das Teil, die Teile nicht gleich automatisch rausfallen, hat TT hier an der Stelle ein Klett eingebaut. Ja, das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Alles höchstwertig, stinkt nicht, so wie man das manchmal von anderen Produzenten kennt oder eigentlich No-Name-Amazon-Geschichten. Hier, da ist das Erste-Hilfe-Material, da ist auch schon standardmäßig etwas dabei eingebaut. Du kannst das auch gerne erweitern und es ist automatisch mit diesem Säckchen hier verbunden. Du kannst das natürlich runternehmen, indem du hier den Clip aufmachst. Dann hast du es auch wiederum getrennt und kannst es auswechseln oder woanders hinlegen. Ich finde das aber trotzdem gut, denn besonders im hektischen Erste-Hilfe-Situation, ich meine, schau, wenn du den Finger geschnitten hast und ein bisschen blutest, dann ist eh alles gut. Aber wenn es ein bisschen ernster wird, der Schnitt vielleicht etwas tiefer ist, du dich selbst geschnitten hast oder dein Gegenüber, der Patient, nervös wird, dann verliert man vielleicht irgendwo etwas und das kann hier nicht passieren. Das finde ich einmal gut. So, dann zu diesen Teilchen hier. Alles sehr, sehr schön verarbeitet. Dass das natürlich kein Erste-Hilfe-Set sein kann für 30 Personen, für 3 Jahre Autoexpedition, ist auch ganz klar. Aber für die Kleinigkeiten, die man unterwegs behandeln muss, sagen wir das jetzt einmal so, ist es durchaus möglich. Ja? Da ist Pflaster und Wundauflagen. Ich will das gar nicht im Detail besprechen. Ich gebe da unten den Link, wo du das Teil bekommen kannst und schau dir das an. Es geht einfach darum, dass da noch genügend Platz ist. Da ist noch genügend Platz, um das auch schön zu erweitern, zum Beispiel 2 Rettungsdecken reinzugeben. Auch hier, da ist ein Hansa-Pflaster mit dabei und dann noch einmal so eine Mullbinde. Auch da kannst du noch genug mit reinbringen. Und Hand aufs Herz. Jetzt wirklich Hand aufs Herz. Wenn du das einbringst in diese wasserdichte Hülle, so, da ist es, dann hast du da seitlich auch noch Platz. Also da geht wirklich noch was rein. Und um es wasserdicht zu bekommen, muss es ja nicht bis hier nach unten zugemacht werden. Da reichen ja ein paar Teile, das werden wir dann nachher gleich sehen. Und da kannst du noch viel mehr reinbringen. Hat aber dann den Nachteil, das musst du natürlich auch bewusst sein, dass du es dann eben nicht mehr fixiert hast. Und daher glaube ich, dass die auch von TT hier diesen Klettpatch mit eingebracht haben. Bevor wir jetzt den Wasserdichtheitstest machen, hier hinten ist auch die Möglichkeit, dass man das einschlauft in einen Riemen, beziehungsweise auch an den Gürteln. Und da ist so ein kleiner Haken. Ich könnte mir vorstellen, dass das dazu da ist, um entweder einen Karabiner reinzubringen oder auch hier eine Schnur durchzubringen. Diese kleine Schlaufe tut nicht weh und wird einfach mit eingebaut. Ich finde, das ist sehr schön und nett gemacht, weil es einfach dabei ist und der mehr Optionen gibt. So, lassen wir es absaufen, oder? So, wir werden das Ganze jetzt dann nachher hier im Buschkraftareal auf Val de l'Abbadie hier hinter mir in die Quelle einbauen. Ich wollte jetzt noch unsere Victorinox-Halterung für unterschiedlichste Messer hier mit einbauen, denn das wäre ja genauso dieselbe Idee. Nimmt man raus, hat dann das Messer, kann es wieder reingeben und es ist gesichert. Das heißt, vielleicht gibt es irgendwann einmal eine Version, wo auch hier an dieser Stelle noch die Möglichkeit besteht, mit einem Karabiner irgendwas einzuhängen. Ja? Ja, vielleicht bilde ich mir das nur einfach ein, weil ich ein Eierbär bin. Wie auch immer. So, ich habe es zugemacht. Einmal, zweimal, dreimal. Hola! Platsch! Hat nicht ganz reingepasst. Ich werfe es jetzt wirklich da hinein und lege auch noch einen Stein drauf. Und da lassen wir das jetzt ein bisschen einklicken. Schau dir das an, schau. Da ist noch immer Luft drin. Das bedeutet, das geht auch nicht unter. Vielleicht ist auch das ein Feature. Und zwar ein schwimmbares, wasserdichtes Erste-Hilfe-Set von TT. Das geht unter erst da. Da. Wasser saufen. So. Aber jetzt. Ich bin halt jetzt gespannt. Ich meine, wir lassen das da jetzt einige Zeit im Wasser. Punkt ist, ich meine, das ist nicht zum Tauchen da, dass man auf 100 Meter runtertaucht, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Spritzwasser, so Regen, spielt einmal sicher keine Rolle. Und die Frage ist halt, kommt das Wasser hinein, wenn man durch einen Fluss schwimmt oder durch irgendeinen Teich oder so? Ich sehe das immer wieder bei erstens militärischen Ausbildungen und Übungen oder Eignungstests, okay. Also in Videos, ich selber nicht, ich tauche nicht als Soldat, ja. Aber Nummer zwei, auch bei unterschiedlichsten Survival Trainings wird ja das auch immer wieder simuliert, dass man etwas baut oder etwas macht.
Und da ist das durchaus sinnvoll, aber jetzt hole ich es mal. So, da ist es nun. Bitsche, Batsche, nass. Muss mal ein bisschen. Das werde ich dann in die Sonne legen. Gott sei Dank haben wir hier, du siehst schon, die Sonne strahlt durch. Endlich wird es wieder schön hier im Buschkräfteareal. Das Wasser kommt da jetzt raus, weil es hat sehr stark geregnet eine Zeit lang und es war dann auch wieder Schnee da und das schmilzt jetzt alles dahin und jetzt kommt das Wasser. So, und tada! Das bin jetzt nicht gewesen beim Rausnehmen. Also da ist kein Wasser drin. Na, gar nichts. Das bin jetzt ich gewesen, ja? Nein, 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 nein. Das passt gut. Das passt gut. Das passt gut. Das heißt eigentlich, jetzt fehlt mir eigentlich noch ein Survival-Nützlichkeitsding ein. Und zwar Survival. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Survival oder Survival. Eigentlich könnte das dann in umgekehrter Reihenfolge ein Behälter sein. Das haben sich die von DD sicherlich so gedacht, dass man das auch als Notwasserbehälter benutzen kann. Nein, klar, wenn es außenwasserdicht ist, ist es ihnen auch so wie ein Gummischuh. Ne? Ich habe hier Gummistiefel an, kann man auch drin Wasser kochen, aber nein, gut. Oh, das ist so kalt, das Wasser. So, und jetzt machen wir zu. Und schon? Ja, okay, es tropft jetzt drunter eben von außen, aber schon habe ich einen Wasserbehälter. So gesehen muss das Zeug jetzt das Doppelte kosten. Nein, Spaß beiseite. Ist klar, wenn es außen wasserdicht ist, ist das innen auch. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob das so gewollt ist und auch so gedacht ist. Aber, ja, na, oben kann ich schon, ich kann das oben rauspressen, schau. Ja, also tauchen geht man nicht damit. Aber jetzt so, im Großen und Ganzen, bin ich sehr zufrieden. Denn Hand aufs Herz. Welcher verrückte Idiot, außer ich, macht sowas überhaupt? Nein, Test bestanden. Also wenn du klassisch ein bisschen mit Wasser in Berührung kommst, das ist kein Thema. Ich würde das jetzt nicht als maritime Einsatzausrüstung ansehen. Aber ich glaube, so ist es auch nicht gedacht und erdacht. Funktioniert. So, ich werde das Zeug jetzt trocknen. Und dann schauen wir ganz einfach und ich werde es in den Langzeittest nehmen. Ich habe die jetzt wieder gefunden, weil ich Anfragen dazu gehabt habe, was es mit dem auf sich hat und ob das jetzt wirklich wasserdicht ist. Ja, dann kann ich das einsetzen. Und übrigens, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe ich dir natürlich auch den Link zu all den Teilen, die wir selber herstellen für Victorinox, Feuerstahlhalterungen, Armbrusthalterungen, Paintball. Und, wurscht, schau es dir einfach an, gebe ich dir auch den Link und natürlich, wo du dieses Teil hier bekommst. Und sowieso und überhaupt. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dein René Rossmann und ciao.